Die grösste Herausforderung war, würde ich sagen, zuerst die Handwerker zu finden, die das Wissen haben oder bereit sind, das Wissen sich wieder anzueignen und nachher halt auch die entsprechenden Materialien finden. Da muss man wirklich sehr viel selber suchen, sehr viel selber an Messen gehen und irgendwo findet man dann mal jemanden, der sich ein bisschen so denkt und dann kommt man dann schon zu dem, was man braucht. Aber das ist mit recht viel Aufwand verbunden. Wie haben die Leute hier in Milan-Köpo reagiert, als ihr das Projekt gestartet habt? Viele haben es gar nicht gewusst. Wir waren aber nicht das Thema mal im Schulbus, scheinbar, hat man uns gesagt, weil wir halt mit Stroh isoliert haben. Dass alle gesagt haben, ja, da gibt es ein Strohhaus und die Spinnen doch und so. Voilà, wir haben ein bisschen diesen Ruf, glaube ich. Und wenn ihr in Milan-Köpo fragt nach dem Strohhaus, dann wissen alle, wo wir wohnen.